Wir wollen uns jetzt in unserer zweiten Woche zum Workshop sichere E-Mail damit befassen, wie wir wirklich ganz praktisch E-Mails absichern können, wie wir sie verschlüsseln können, wie wir Signaturen dafür bereitstellen können. Und wir wollen das tun mit Hilfe richtig im praktischen Einsatz befindlicher Systeme, GBG oder S/MIME. Verschlüsselung war das eine Thema, mit dem wir sicherstellen konnten, dass Mails, auf die im Internet zugegriffen wird, nicht mitgelesen werden können. Und Signaturen war die Möglichkeit, dieses Spoofing auszuschließen, war die Möglichkeit sicherzustellen, dass wirklich wir die Identität des Senders, des Absenders einer E-Mail tatsächlich erkennen können. Und diese beiden Funktionalitäten werden tatsächlich auch durch Erweiterung des E-Mail-Protokolls bereitgestellt. Also solche E-Mail-Erweiterungen, die erlauben tatsächlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende-zu-Ende heißt vom Sender bis hin zum Empfänger. Auf den Zwischensystemen, auf den vielen, über die die Nachricht gesendet wird, wo die Daten zwischengespeichert werden, da gibt es keine Entschlüsselung, sondern dort sind immer nur diese verschlüsselten Daten verfügbar, können also nicht mitgelesen oder manipuliert werden. Für diese E-Mail-Erweiterung, da gibt es zwei bekannte und populäre Systeme, um solche Verschlüsselungen und Signaturen durchführen zu können. Und zum einen mal dieses OpenPGP. PGP, das ist Pretty Good Privacy, ein großes System zur Absicherung von E-Mail. Und das jetzt der zweite zur Verfügung stehende E-Mail-Erweiterung ist das sogenannte S/MIME. Gucken wir uns mal dieses OpenPGP zunächst an. Das ist ein offener Standard, darauf deutet das Open hin. Es ist ein Standard, mit dem die Kommunikation, die E-Mail-Kommunikation im Internet abgesichert werden kann. Und das wird erledigt und erreicht mithilfe kryptografischer Verfahren. Dieses OpenPGP, das wird heute insbesondere zur Verschlüsselung und Absicherung von E-Mails benutzt. Auch die Signaturen und die Authentifizierung. Dafür gibt es Möglichkeiten, die auf der Vermittlung von Zertifikaten basieren. Die Vertrauenswürdigkeit der Zertifikate bei OpenPGP wird hergestellt über ein Web, über das Web of Trust Modell, sodass also bekannte Freunde sich gegenseitig ihre Signaturen, ihre Zertifikate ausstellen. Das heißt, das Vertrauen auf einer Signatur beruht auf dem Vertrauen vom Aussteller dieses Zertifikats, also von Freunden und Bekannten. Nun für diesen offenen Standard, diesen OpenPGP-Standard, da gibt es eine Reihe von Programme, die dieses OpenPGP dann implementieren. Vielleicht am bekanntesten PGP und GPG, was wir im Weiteren nutzen werden. Die beiden Programme sind als Plugin für E-Mail-Programme verfügbar und können so dann tatsächlich auch in der Praxis eingesetzt werden, um E-Mails zu verschlüsseln bzw. zu signieren. Ein anderer Ansatz, E-Mail abzusichern, wird geliefert durch den S/MIME-Standard. Und zwar, das ist die kryptografische Verfahren für solche sogenannten MIME-Daten, Multiple Purpose. Das ist ein Standard, der ursprünglich mal entwickelt wurde, der MIME-Standard, dass man mit E-Mail auch andere Mediendaten transportieren kann und nicht nur Klartext. Die Authentifizierung und die Signaturen auch hier erfolgen beim S/MIME-Standard mit Zertifikaten. Aber es gibt ein anderes Vertrauensmodell für diese Zertifikate. Nämlich das Vertrauensmodell bei S/MIME, dem liegen sogenannte Certificate Authorities zugrunde. Also Autoritäten, die mit ihrem Namen dafür stehen, dass die Signatur vertrauenswürdig ist. Da gibt es staatliche Einrichtungen, große Unternehmen können solche Certificate Authorities fahren. Das ist also das im Vergleich zum Web of Trust. Bei GPG ist das hier das hierarchische Vertrauensmodell. Dieses S/MIME wird schon direkt in vielen E-Mail-Programmen unterstützt.
Wir im Kurs wollen von diesen beiden Varianten uns für GPG entscheiden. Gibt es eine Reihe von Gründen, die zum Teil mit der Möglichkeit zu tun haben, hier im Kurs Grundprinzipien zu erklären und auch praktisch zu üben. Also warum arbeiten wir mit GPG? Erstens ist es offen. Es setzt auf offenen Standard OpenPGP, es setzt dem um. Selbst die Quellen der Implementierung sind offen, sodass da also wir ein Open System haben. Es ist sehr einfach. Es braucht keine zentrale Instanz zur Sicherung Zertifikate. Das liegt daran, dass OpenPGP auf dem Web of Trust Modell basiert. Es sind also keine aufwendigen Interaktionen mit solchen Zertifizierungsstellen nötig. Und damit sind dann das Signieren von Zertifikaten auch kostenlos möglich. Bei dem Ansatz über S/MIME, das ist da meist nicht gegeben. Das persönliche Vertrauen ist jetzt hier für so einen Kurs vielleicht auch, wenn wir das üben, gut fest. Man legt also selber fest, wem vertraut man, wem bittet man um die Ausstellung eines Zertifikats. Das wird nicht von Dritten vorgegeben und kann sehr individuell gelöst werden. Und schließlich, das ist jetzt nicht irgendwas, sondern das ist ein System, ein Programm, was zur Absicherung von E-Mail benutzt wird, was auch von dem BSI empfohlen wird. BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik und das ist eine regierungsamtliche Instanz, die in Sachen Sicherheit im Internet das Sagen hat. Gibt natürlich bei diesen vielen Vorteilen auch einen kleinen Nachteil. Man benötigt ein Plugin, um das Ganze zu unterstützen. Aber im Vergleich zu den Vorteilen wiegt das nicht so schwer, sodass wir hoffen, dass Ihnen, dass Sie gut zurechtkommen. Jetzt werden wir in dieser Woche hier ein bisschen üben, Systeme aufsetzen und uns ansehen, wie wir E-Mails verschlüsseln und signieren können. Und wir tun das aus gutem Grund mit GPG.